Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und heute schauen wir uns mal ein paar Kamerataschen an. Wir haben da ein Modell von Peak Design, dann ein recht ähnliches von PGYTEC und ein ganz neues von Wondot. Alle mit 10 bzw. 9 Liter Volumen und vielen Kniffen und Finessen. Und wenn ihr wissen wollt, was die taugen und welche auch mein Favorit ist, dann bleibt natürlich dran. Und wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video. Das hilft uns im YouTube-Algorithmus weiter. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt auch noch auf die Glocke. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Intro und Film ab. Zu diesem Video wurde ich so ein bisschen durch euch, unsere Zuschauer, animiert. Wir hatten ja im Januar die PGYTEC One Go Shoulder Taschen gezeigt und auch ausprobiert und viele meinten, die sind ja total abgekupfert von Peak Design. Wollte ich mir dann im Praxiseinsatz selbst mal ein bisschen anschauen und noch dazu habe ich nach einer ganzen Weile Wartezeit endlich meine Wondot Roam Sling 9 Liter erhalten und dachte mir, machen wir einfach mal einen kleinen Taschenvergleich draus. Dabei gehen wir auf ein paar Kriterien, die für mich und uns wichtig sind, besonders ein. Und auf den ersten Blick natürlich für viele Kaufentscheidungen das Wichtigste ist, wie so oft, der Preis. Die teuerste Tasche der drei hier ist die Wondot Roam Sling 9 Liter, die regulär, so wie ich sie hier zusammen habe, 200 Euro kosten soll. Ich habe meine über Kickstarter unterstützt und erhalten und habe so nur ungefähr 150 Euro bezahlt. Die Tasche alleine wäre deutlich günstiger, aber ich habe noch dieses Laptop-Case dazu. Was das beides zusammen kann, zeige ich euch dann später. Leider ist die Tasche aber momentan noch nirgendwo anders zu bekommen, die wird nur an die Kickstarter-Unterstützer ausgeliefert, wird sich aber hoffentlich bald ändern, sobald sich das ändert. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Abstand kommt dann die Peak Design Everyday Sling 10 Liter in V2, Version 2. Ich habe mich hier für Grau entschieden, um ein wenig Kontrast zu den sonst immer gleichen schwarzen Kamerataschen und Rucksäcken zu haben. Farbauswahl gibt es aber bei allen drei Taschen. Diese Tasche hier kostet normalerweise 160 Euro. Die günstigste in der Auswahl hier ist die PGYTEC One Go Shoulder 10 Liter Tasche, die in Anführungszeichen nur 140 Euro kostet. Auch hier gibt es verschiedene Farben. Das hier ist die schwarze. Das ist auch richtig viel Geld, aber alle drei Taschen sind Premium-Kamerataschen mit jeder Menge coole Funktionen und sehr, sehr guter Verarbeitung. Werfen wir mal einen Blick aufs Material. Bei PGYTEC bekommt ihr außen dieses wasserabweisende Material, was wir vom OneGo-Rucksack schon kennen. Das ist relativ glatt und wirklich enorm wasserabweisend, wie der OneGo-Rucksack eben auch schon gezeigt hatte. Aber das Material ist nicht besonders robust. Es lässt sich zwar richtig toll und einfach reinigen und wenig Dreck bleibt dran kleben. Dafür kann es aber schnell durch Reibung beschädigt werden. Ich hatte diese Tasche hier als Handgepäck mitten auf einem Flug. Und hier vorne in der Tasche, in der Fronttasche, war ein Emulator Gameboy eingepackt. Und die Schultertasten von diesem Emulator Gameboy, ja, die sehe ich jetzt nach wie vor immer in der Tasche. Nicht so schön. Und dabei war damit gar nichts anderes passiert, außer das übliche Hin und Her und Verstauen im Gepäckfach. Nicht so geil. Was aber schön ist, die Unterseite ist aus einem robusteren, festeren, strafferen Material und dadurch deutlich unempfindlicher. Und das ist ja eben die Seite, die man doch meistens auf den Asphalt, auf die Steine, auf den Dreck stellt. Sieht man natürlich auch schon daran, wie dreckig die jetzt hier ist. Lässt sich auch leicht reinigen, nur die Mühe habe ich mir jetzt gerade nicht gemacht. Sorry. Die Wondot Roam Sling 9 Liter hat ebenfalls ein ähnliches, glattes, wasserabweisendes Material. Was aber auf den ersten Blick etwas robuster wirkt, da es auch noch offensichtlich faserverstärkt ist. Aber so einen fordernden Praxistest wie als Handgepäck bei einer Flugreise hat die Tasche hier auch noch nicht hinter sich. Das Design wirkt hier so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, weniger modern, mehr so alltagstauglich, zwecktypisch und ein bisschen urban. An den Seiten gibt es hier noch Griffe, um die Tasche schnell am Körper hin und her ziehen zu können oder eben auch vertikal tragen zu können. Die Peak Design Everyday Sling 10 Liter V2 hat für mich klar das beste Material. Ebenfalls wasserabweisend, aber mit einer robusteren oberen Struktur, die sich für mich wie gewachst anfühlt. Für mich macht diese Tasche den robustesten Eindruck, aber da das Material mehr rau ist, ist es nicht so leicht von Dreck zu entfernen wie die anderen beiden mit ihrer sehr glatten Oberfläche. Aber hochwertig verarbeitet. Das sind sie aber alle drei. Man merkt den Taschen die Preise klar an und das möchte auch so sein. Was hier auch auffällt, Peak Design hat abgesehen vom Material auch den mit Abstand besten Reißverschluss.
der sich hier vollkommen ohne Verhaken und Verkanten sehr zuverlässig öffnen lässt. Ich zeige euch noch mal kurz, wie das an den anderen beiden funktioniert. Hier zum Beispiel bei PGY-Tech ist es manchmal ein bisschen schwierig, mit dem Reißverschluss um die Ecken zu kommen. Beim Wandered Rome Sling geht der Reißverschluss hinten rum, lässt sich zwar einfach ziehen, ohne Verkanten und Verhaken, aber die Tatsache, dass es die einzige Tasche ist, die nur einen Reißverschluss hat, macht es irgendwie so ein bisschen fragwürdig, weil man bei den anderen eben immer von beiden Seiten ziehen kann, je nachdem, wo der Reißverschluss jetzt gerade sitzt. Und ob das Material der Taschen auch wirklich wasserabweisend ist, das habe ich mal meine Kinder mit ein paar Gießkannen im Garten testen lassen und dabei sind leider doch ein paar gravierende Unterschiede aufgefallen. So viel muss aber gesagt sein, alle drei Taschen sind im Innenraum nicht nass geworden und sollten so auch euer Equipment ordentlich vor Regen schützen können. Unterschiede gibt es aber trotzdem eine Menge, denn Peak Designs Material ist nicht richtig wirklich wasserabweisend. Es ist sogar mehr oder weniger wasseraufsaugend. Das sieht man schon allein an der Farbe. Die Tasche ist anschließend von außen klitschnass und muss erstmal ordentlich lange getrocknet werden. Das ist dann wohl der Nachteil der rauen Oberflächenstruktur, die dann so unempfindlich ist. Es war auch beim Reinigen der Tasche nicht gerade einfach, Schmutz davon abzuwischen, also da braucht man schon ein bisschen Geduld. Die OneGo Shoulder Tasche macht das deutlich besser. Das Material lässt Wasser abperlen und nach einem ordentlichen Abschütteln nach dem Regenguss ist sie im Prinzip wieder trocken. Ein ziemlicher Vorteil für schlechtes Wetter. Nur diese hintere kleine Magnettasche hier, naja, da muss man aufpassen. Dort sammelt sich nämlich Wasser und kann nirgendwohin ablaufen. Eher schlecht, wenn man darin Smartphone oder sogar einen Reisepass transportieren will, also da vorsichtig sein, würde ich dann für sowas Empfindliches nicht nutzen. Die Rome Sling Tasche hat ein ähnliches Oberflächenmaterial und lässt das Wasser sogar noch besser abperlen. Aber sie hat ein Problem, denn das Rückenpolster, so schön das auch ist, saugt das Wasser wie ein Schwamm auf und ist nach einem Regenguss noch für Stunden klitschnass. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass sich da, falls die Tasche öfters mal nass wird, Schimmel bilden könnte und das ist dann eher nicht so geil. Was alle drei aber leider gemeinsam haben, die Schulterpolster haben sich natürlich ordentlich mit Wasser vollgesaugt. Bei PGY-Tech und Peak Design deutlich mehr, weil die besser gepolstert sind mit Schaumstoff. Beim Rome Slingback fehlt das ein bisschen und deshalb dort weniger. Für den einen oder anderen ist das eher nicht so entscheidend, wenn man nicht so oft im schlechten Wetter unterwegs ist. Da spielt es dann wahrscheinlich keine Rolle, aber für wiederum andere könnte diese Wasserfestigkeit, diese Wetterfestigkeit eben genau der entscheidende Punkt für oder gegen eine Tasche sein. Was euch jetzt vielleicht schon aufgefallen sein dürfte, sind die Größen. Einmal 9 Liter und zweimal 10 Liter. Aber stellt man die Taschen so nebeneinander, sieht man deutliche Unterschiede. Die Wandered Rome Sling wirkt winzig, weil sie so flach ist. Und zwischen den beiden anderen 10 Liter Taschen sieht man irgendwie, dass sie eben doch deutlich kleiner ist. Tun wir die mal kurz weg. Und wenn man sich jetzt Peak Design und PGY-Tech anschaut, dann denkt man sich so, wenn die eine 10 Liter ist, kann die andere nie im Leben 10 Liter sein. Aber dazu muss man sagen, es kommt auch ganz drauf an, was man mit dem Volumen macht, wie man es aufteilt, was reinpasst. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Innenräume. Den Anfang macht der Rome Sling 9 Liter von Wandered. Der ist innen ziemlich langweilig, muss man so sagen. Schwarzer Velourstoff mit zwei Teilern und auch sonst kaum interessanten Dingen. Außen eine Reißverschlusstasche vorne, innen eine Reißverschlusstasche im Deckel und hinten eine Doppelwand mit Platz für Reisepass, SD-Karten oder Kameraakkus. Einen Platz für ein Laptop oder Tablet gibt es hier auf den ersten Blick nicht. Aber da kommt der Kniff, denn mit dem Rome Sling kann man diese Laptop-Tasche hier erwerben. Die Tasche wird mit dieser Laptop-Tasche um einen Platz für einen 13 oder 16 Zoll Laptop erweitert. Dafür gibt es hier hinten so einen Durchschub von oben und unten wird die Tasche dann fixiert und oben eingehakt. Ziemlich cool. Ist also die einzige Tasche, die einen derart großen Laptop transportieren kann. Noch dazu gibt es vorne und unten Möglichkeiten für Stative oder unten auch für eine Trinkflasche. Das ist ziemlich cool gelöst mit diesem Tunnel hier. In den passt eine 1,5 Liter PET-Flasche oder eine eigene Wasserflasche oder auch ein kleines Stativ rein. Das kann man aber auch hier vorne praktisch mit diesen Schlaufen befestigen und es ist so die einzige Tasche, an der man kein
Zusatzzeug anbringen muss fürs Stativ und die einzige, an der sich schnell und einfach das Stativ auch lösen lässt, wenn man es denn braucht. Laut OneDot soll all das hier in der Kickstarter-Kampagne gezeigte in diesen Roam Sling 9 Liter passen. Aber das kann man meiner Meinung nach komplett vergessen. Mein größtes Problem hier ist, dass ich meine Kamera mit angebrachtem Objektiv nicht aufrecht auf die Linse stellen kann. Ich zeige euch das mal kurz, was ich meine. Die Tasche ist dafür schlicht und ergreifend zu flach. So, Canon R6 24-70-2.8. Ich kriege die Tasche nicht zu, wenn die Kamera reingestellt ist. Geht einfach nicht. Lege ich die Kamera jetzt hin, geht es natürlich rein. Das Problem ist dann nur, dass ich dadurch den weiteren Platz nach oben nicht verwenden kann. Der gesamte Platz über der Kamera ist dann verschenkt und so bekomme ich halt gerade mal die Kamera mit angeschlossenem Objektiv und vielleicht noch ein weiteres Objektiv in die Tasche rein. Der andere Platz ist quasi als zweite Ebene kaum nutzbar, außer man will alles übereinander stapeln. Und dann kommt man natürlich auch schwieriger an das ran, was wirklich zählt. Will man die Tasche aber als Drone-Bag benutzen, wird es ziemlich schwierig. Passt zwar rein, aber abgesehen von Drohne, Controller, Ersatzakku und ein paar Filtern, passt nichts anderes rein. Denn die Drohne muss ja liegen, weil die Tasche so flach ist. Das alles hat mich dann ein wenig ernüchtert, denn eigentlich fand ich das Konzept hier mit dem Full-Size-Laptop-Tasche als Add-on echt ziemlich cool und innovativ. Für kleinere Ausrüstung kann das dagegen wirklich gut klappen. Ich habe hier zum Beispiel noch eine Sony A7 IV mit einem 24-105 Blende 4. Und bei der, da geht das zum Beispiel gerade so, die hinzustellen. Es beult sich dann hier zwar auch so ein bisschen aus, aber es geht und dann bekommt man auch mehr unter, aber das ist nun mal nicht meine Hauptausrüstung. Aber kommen wir mal zur Peak Design Everyday Sling 10 Liter V2. Oh mein Gott, wie oft muss ich das jetzt noch sagen? Das ist wie gesagt von außen betrachtet die größte der Taschen. Aber nicht nur von außen, auch von innen. Die ist innen genauso grau wie außen und wir finden zwei Origami-Teiler, die die Tasche vertikal und auch nochmal jeweils horizontal abtrennen können, wenn gewünscht. Die Tasche ist deutlich höher und dadurch können Objektive und Kamera hier stehen. Und auch längere Objektive sind kein Problem. Selbst die dicke R5C mit dem 24-70-2.8 hat hier hingestellt reingepasst. Das ist das, was mir persönlich am absolut liebsten ist. Wie gesagt, beim Hinlegen verliert man eigentlich immer nur den Platz, den man nach oben hat, weil man das dann eben stapeln muss und dann nicht mehr so schnell an die gestapelten Dinge oder das, was darunter liegt, rankommt. Auch sehr schön selbst, ich zeige es euch kurz, die große Mavic 3 Drohne passt hier ganz, ganz, ganz locker problemlos hingestellt rein, ohne irgendwie zu drücken. Wenn man es dann ein bisschen sinnvoll aufteilt, bekommt man hier neben der Drohne, dem Controller, einem Zusatzakku und Filtern auch noch eine Kamera mit ein oder zwei Objektiven rein. Also dann perfekter Drone-Bag für alle, die noch eine Kamera mit dabei haben wollen. Platz für einen Laptop oder ein großes Tablet gibt es in der Tasche aber auch. Das Fach dafür ist hinten etwas versteckt, aber da passt auch ein neues M1 MacBook Pro 14 Zoll problemlos und ohne Quetschen rein und ist dann sogar etwas versteckt von außen. Vorne an der Tasche gibt es auch noch ein Reißverschlussfach und einen Platz für Akkus und Speicherkarten gibt es oben im Deckel. Was mir hier gar nicht gefällt, ist, dass eine Möglichkeit fehlt, eine Trinkflasche außen zu befestigen. Es gibt zwar diese Schlaufen für Stative hier, die können damit befestigt werden, entweder vorne dran oder unten dran, nur leider hat man eben einen Platz für die nötige Flüssigkeitszufuhr komplett vergessen. An den Seiten gibt es jeweils zwei so Schlaufen zum Tragen, sind aber ein bisschen eng, sind eher dazu gedacht, dort einen Peak Design Capture Clip zu befestigen. Wie gesagt, zum richtigen Tragen sind die leider nicht bequem, viel zu eng und viel zu breit. Weiter im Programm, denn beim Innenraum gefällt mir die PGY-Tech-Tasche von den Möglichkeiten her am besten, mit Abstand. Aber hier wird nicht ganz mit offenen Karten gespielt, das finde ich nicht so schön, erkläre ich euch aber gleich. Schön ist hier, dass man die Tasche komplett öffnen und hinlegen kann, wenn man denn will. Kameras passen hier auch hingestellt rein, aber zum Beispiel so eine R5C dann schon wieder nicht mehr, die R6 mit 24-70-2.8 aber schon. Aber es gibt hier einfach seitlich viel weniger Platz als bei Peak Design. Da merkt man, dass das Volumen hier doch kleiner ist. Im Werbematerial von PGY-Tech ist eine Mavic 3 in der Tasche zu sehen. Eine Mavic 3 geht hier aber nur
mit sehr viel gutem Willen und Verformung des oberen Klappenfachs rein. Dann mache ich das jetzt zu, drücke das da so drauf, dass dann am Ende von der Mavic 3 hier ein Abdruck in der oberen Klappe bleibt. Also es passt gerade so, es geht, aber ist jetzt nicht unbedingt super schön. Diese obere Klappe nimmt vom inneren Volumen in der Höhe einfach so viel weg, dass es nicht mehr so richtig passt und ist deshalb auch meiner Meinung nach eher ein unnötiges Gimmick, was man für mehr Platz in der Tasche einfach hätte weglassen sollen. Auch wenn es ganz cool ist. Auch mit Controller, Akku und Filterset wird es hier schwer, noch was anderes mitzunehmen. Da merkt man, dass es irgendwie intern im Volumen limitierter ist als bei Peak Design. Aber abgesehen davon, wenn man jetzt eine große Mavic 3 mitnehmen will, gibt es in dieser Tasche jede Menge Raum für Kram. Es gibt eine Tasche vorne dran. Es gibt eine magnetische Innentasche in der vorderen Wand. Es gibt eine magnetische Innentasche in der hinteren Wand. Im Trenner sind nochmal zwei Einschübe. Oben die auch mehr oder weniger unnötige Klappe mit Netz und dahinter Platz für Akkus und Speicherkarten. Hier noch mit diesem Indikator, ob voll oder leer. Hier hinten noch eine magnetische Tasche, vielleicht für einen Reisepass oder Smartphone. Und et voilà, sogar von außen ein eigenes Reißverschlussfach für den Laptop. Und ich wollte es erst nicht so richtig glauben, weil es relativ klein aussieht, aber da passt tatsächlich auch das 14 Zoll MacBook Pro rein. Ist zwar etwas eng und hätte ruhig einen kleinen Mühe mehr Platz haben dürfen, aber passt immerhin hier rein. Nur sollte man es dann nicht so übertreiben mit dem Befüllen, wenn da hinten ein Laptop drin steckt. Ich hatte die Tasche ja mit als Handgepäck und sehr viel drinne. Dann war sie quasi ausgebeult nach vorne und dadurch so ein bisschen rund und nicht mehr ganz gerade, da muss man aufpassen. Und mein 11 Zoll iPad Pro mit Hülle hat nur mit Mühe hinten ins Laptopfach rein und raus gepasst. Also einen 14 Zoll Laptop hätte ich dann da nicht gerne drin gehabt zu dem Zeitpunkt. Wenn man jetzt nicht gerade eine ausgewachsene große Canon-Kamera mit zwei Achterlinsen und eine Mavic 3 transportieren will, dann ist die Tasche hier echt eine gute Wahl, denn sie ist innen die mit Abstand durchdachteste und mit den meisten Möglichkeiten vollgepackte Tasche. Auch deutlich durchdachter als die von Peak Design, nur eben für mein Empfinden und meine Anwendung, was ich da reinpacken will, ein kleines Müh zu klein. Aber draußen geht es ja noch weiter, denn die OneGo Shoulder 10 Liter Tasche hat rechts und links nämlich Platz für Getränke. Wenn auch in der Größe dann eher Richtung 0,5 Liter Flasche oder 0,33er Dose, aber immerhin besser als nichts. Auch größere Getränke passen da rein, können dann mit den Gummis hier gesichert werden. Den Fehler vom OneGo-Rucksack hat man hier auch nicht gemacht, denn wasserabweisend ist zwar toll, aber die Flaschenhalter des OneGo-Rucksack hatten unten keinen Ablauf. Wasser konnte sich dort also sammeln und nicht weg und kam dann über kurz oder lang durch die Reißverschlüsse irgendwann in den Innenraum. Hier gibt es jetzt unten an den Getränkehaltern kleine Löcher für alle, die damit durch den Monsun wollen. Ein Stativ geht hier natürlich auch dran. Ja, dafür gibt es unten Schlaufen und das Stativ wird angehängt. Innen und außen ist das somit die vielseitigste der drei Taschen. Und auch wenn sich PGYTEC hier sehr klar an Peak Design orientiert hat, hat man das Original in der Funktionalität eben bei weitem übertroffen. Aber so eine Tasche muss natürlich auch bequem und praktisch zu tragen sein. Und bei diesem Thema, da kommt der Wandered Robe Sling zugute, dass sie sich weniger aufs tolle Design konzentriert hat. Denn diese Tasche verfügt über ein atmungsaktives Rückenpolster, wie man es so von Rucksäcken sonst kennt. Das ist ziemlich positiv und tatsächlich auch sehr bequem am Rücken, sehr weich, auch wenn die Tasche etwas voller wird. Was mir hier aber nicht so gut gefällt, ist der Schultergurt. Denn der ist nicht ganz so bequem wie das Rückenpolster, ist nicht ansatzweise so schnell einstellbar wie die anderen beiden, aber er lässt sich schnell von der Tasche trennen. Das können die anderen beiden nicht. Ich weiß nur noch nicht so richtig, wofür das gut ist. Auch cool hier, es gibt einen zweiten Gurt, mit dem man die Tasche wie einen Rucksack auf beiden Schultern fixieren kann, zum Beispiel, wenn man damit Fahrrad fährt und nicht will, dass die Tasche hin und her schlackert. Man kann das Ding übrigens auch als überdimensionale Bauchtasche tragen, wenn man denn will. Die PGYTEC OneGo Shoulder 10 Liter hat zwar kein Rückenpolster, aber dafür einen außerordentlich weichen und sehr, sehr bequemen Schultergurt, der sich super leicht verstellen lässt. Und nach unserem ersten Video habe ich jetzt auch rausgefunden, wie man ihn allgemein noch kürzer und vor allem auch asymmetrisch einstellen kann, sodass das Polster immer auf der Schulter sitzt. Die Tasche bietet auch die Möglichkeit,
wie ein Rucksack an beiden Schultern befestigt zu werden, damit sie eben beim Radfahren zum Beispiel nicht umherschlingt. Und auch schön, die Aufhängung des Schultergurts ist hier so drehbar und flexibel. Aber auch das hatte sich PGY-Tech bei Peak Design abgeschaut, aber anders gelöst. Dadurch, dass die Tasche aber weniger gut an die Form des Körpers angepasst ist, ist sie gerade, wenn dann doch viel drin steckt, etwas unbequem. Und dazu kommt noch, dass das Material eben sehr rutschig ist und so viel am Körper hin und her wandert, nicht so wie die Wandert. Die Peak Design Everyday Sling V2 hat eine richtig schöne Form, ist etwas breiter, liegt deshalb besser am Körper und hat einen guten Tragekomfort, aber keinen Schnickschnack, also kein Rückenpolster und auch keine sichere Befestigung als Rucksack quasi über beide Schultern. Aber trotzdem ist es die Tasche, die ich am liebsten trage, denn zumindest der Schultergurt ist hier sehr, sehr, sehr angenehm gepolstert. Und auch wenn die Längenveränderung hier etwas schwieriger ist als bei PGY-Tech, macht man das eben auch nicht so oft. Und was auch sehr cool ist, überflüssiger Schultergurt wird quasi in der Tasche versteckt, statt irgendwo draußen rumzuhängen, wie das bei PGY-Tech der Fall ist. Das finde ich hier sehr, sehr cool gelöst. Das Argument, dass die PGY-Tech OneGo Shoulder Taschen nur ein Peak Design Klon wären, das kann ich insofern nachvollziehen, dass sich die Taschen auf den ersten Blick entfernt ähneln. Ansonsten ist aber so ziemlich alles, was man anders machen kann, anders. Und vieles ist durchaus am PGY-Techs Tasche besser. Vom Innenraum über das wirklich wasserabweisende Material bis zum Platz für Getränke und die Befestigung über beide Schultern, zum Beispiel beim Radfahren. Von einem Klon kann also keine Rede sein, würde ich sagen. Und wäre im OneGo Shoulder 10 Liter genauso viel Platz in wie in Peak Designs Everyday Sling 10 Liter V2 Tasche, würde ich bei dem Teil bleiben und würde, abgesehen von den Kratzern auf dem Material, würde mich dann auch wahrscheinlich nichts stören. Aber man sieht es jetzt hier nebeneinander auch nochmal sehr gut. Die Peak Design Tasche ist größer. Und das nicht nur von außen, sondern wie gezeigt auch von innen. Da ist schlicht und ergreifend mehr Platz drin, auch wenn der Innenraum nicht so durchdacht ist wie bei PGY-Tech. Was mich jetzt nach dem Test am Roam Sling wirklich stört, ist, dass meine Kamera nur reingelegt werden kann. Das wäre mir leider auf Dauer nichts. Schade. Mit kleinerem Ausrüstung aber kein Problem. Dafür ist die Möglichkeit echt cool, einen 16 Zoll Laptop mitzunehmen. Das Teil ist bequem, Flasche und Stativ haben Platz und das Design sagt mir aber persönlich nicht so sehr zu. Ist halt sehr zweckmäßig und einfach etwas weniger schick. Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Am PGY-Tech OneGo Shoulder 10 Liter gefällt mir, dass es auch hier Platz für Getränk und Stativ gibt. Geil. Der Innenraum ist mega vielseitig und auch ein kleinerer Laptop oder ein Tablet passen rein und sind sogar von außen erreichbar. Was mich hier stört, ist der manchmal unfassbar hakelige Reißverschluss, wobei das jetzt nach 2-3 Monaten auch schon deutlich besser geworden ist, und der etwas eingeschränkte Platz im Innenraum. Das dürfte aber nur mich stören, weil es eben mit einer Mavic 3 schwierig ist. Mit anderen Drohnen dann wiederum nicht. Und die 10 Liter Angabe und bisschen Fake in den Werbebildern finde ich etwas fragwürdig. Habe ich auch PGY-Tech schon so gesagt. So, jetzt kommen wir mal zu meinem Favoriten, dem hier, dem Peak Design Everyday Sling 10 Liter V2. Ich mag das Design hier am meisten. Ja, auch das Grau. Micha meinte, ich hätte lieber die dunkle Version nehmen sollen, aber wollte ich ja nicht. Ich finde das Grau richtig schön. Der Innenraum ist hier am geräumigsten. Wenn auch nicht ansatzweise so vielseitig wie bei PGY-Tech. Aber hier hätte ein 14 Zoll Laptop am meisten Platz. Hier findet die Mavic 3 hingestellt ohne Probleme Platz. Hier passt eine dicke Kamera wie eine R5C mit angeschlossenem 2.8er Zoom rein. Das Teil ist sehr bequem und der Reißverschluss gefällt mir viel besser als bei PGY-Tech. Das waren so für mich die wichtigsten Punkte. Aber klarer Nachteil und auch für mich ziemlich wichtig ist, dass es hier eben keinen Platz für Getränke gibt. Das ist in einer Version 2 eines Produkts ziemlich mies, dass das noch niemand bedacht hat. Gerade weil es an den Everyday Backpacks seit eh und je dazugehört, dass die hier an der Seite sozusagen einen Slot für eine Trinkflasche haben. Also, alle drei Taschen haben ganz klar irgendwo ihre Besonderheiten, Features, die sie hervorheben und auch Dinge, die sie leider etwas schlechter dastehen lassen. Mein Favorit muss also nicht euer Favorit sein. Jeder hat andere Anforderungen. Alle haben unterschiedliche Ausrüstung. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie natürlich gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte euch gerne alle Fragen über die Taschen, wenn ihr noch irgendwelche habt, wenn ihr wissen wollt, welche Ausrüstung reinpasst und so weiter und so fort.
oder ihr schreibt einfach was Nettes für den YouTube-Algorithmus. Aber wenn euch das Video jetzt weitergeholfen hat und ihr wisst, welche von diesen Taschen es werden soll, dann findet ihr Links zu den drei Taschen unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr die Taschen über diese Links kauft, dann unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt so dafür, dass wir weiterhin eben solche Videos machen können. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video. Abonniert gerne auch den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Und drückt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Hier findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr im Anschluss anschauen könnt. Und ich wünsche euch dann noch immer gut Licht und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Hoffentlich.